Sebero-Review. Wir machen heute einen Livestream mit allen Sorten und zeigen euch jetzt die, die wir in dem Video vorstellen. Preislich liegt das Ganze übrigens bei 5 Euro für 25 Gramm, also normaler Darkblend-Preis. Setup-Empfehlung, Funnel, Meerloch, wie ihr wollt. Wenn Funnel, wäre Setup-Empfehlung, aber auf jeden Fall relativ fluffig bauen und gut ein bisschen über den Rand gehen. Der ist auch nicht zu stark, das heißt nikotinmäßig müsst ihr euch da bei einem Vollkontakt jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Aber baut den gerne auf ein bisschen Kontakt und schön fluffig und dementsprechend ein bisschen hoch. Das scheint dem sehr gut zu tun, was die Flavor angeht. Wir testen den Mangolkrian. Schließ die Augen und stell dir vor, wie du warmen Sand an deinen Füßen spürst. Das Rauschen des Meeres und der Geschmack von saftigen, süßen Früchten. Sebero Mango, nur Tabak oder schon eine kleine Reise in die Tropen. So die offizielle Bezeichnung von Sebero. Und der Alex baut den uns jetzt. Süßer Kopfbau aus 10,9 Gramm und trotzdem wieder gutes Kontakt-Setup. Lassen wir es ja schmecken. So, wir starten rein mit den Mangolkrian. Das ist der Mango von Sebero. Und ich muss sagen, eine sehr süße Mango im Vordergrund. Im Nachgang wird sie so leicht herb, aber fällt gar nicht so krass auf. Ich finde den einfach so an sich vom Grundaroma sehr, sehr, sehr lecker. Und ja, läuft bei mir persönlich auch relativ häufig. Vor allem in Mischungen, gerade wenn ihr ein bisschen was Süßes hervorheben wollt, finde ich sehr, sehr gut. Also eine süße, intensive, leckere Mango. Der Hasti hat vorhin schon gesagt, so ein Touch wie Vape Liquid, aber ich mag viele Vape Liquid Mangos nicht und den mag ich. Also er hat schon wirklich diesen Touch davon, aber der Rest ist so gut, dass es in dieser Kombination geil ist. Süßer, leckerer Mango Flavor. Ich mag Mango, ich mag den Flavor. Finde ich gut. Ja, dem würde ich mich anschließen mit dem Mango Liquid auf jeden Fall. Ich muss aber noch ergänzen. Und die beiden Jungs haben gerade gesagt, nein, so ist es nicht. Aber ich finde, da ist sowas leicht Sahniges noch dabei. Als ob da so eine gewisse, so ein kleiner Touch Sahne noch dabei ist. So wirklich im Hintergrund. Und wenn du dich nur so ein bisschen darauf konzentrierst, schmeckst du es eigentlich raus. Aber kann auch sein, dass es entweder einfach nur die Mango ist, die immer so leicht cremig schmeckt. Weil das gleiche hatte ich auch beim Tangiers Mango gehabt. Mhm. Und bei dem jetzt auch wieder. Ja, aber ist ein guter Flavor so. Aber ich finde auch, hätte vielleicht so ein Tick süßer sein können. Ich finde den ziemlich süß. Ja, ich finde den auch sehr süß und ich finde den eigentlich wirklich sehr, sehr gut getroffen, auch so wie er ist. Gut. Also ich würde den auch genauso lassen. Ja, okay. Aber gutes Ding. Ja. Gutes Ding. Das war unser Review zu dem Flavor. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr ihn probiert habt, wie ihr den findet. Ansonsten Daumen nach oben, Abo da lassen, bei den Jungs vorbeigucken. Bis zum nächsten Video.